Hey ihr, da bin ich wieder und noch total müde und am Arsch und eigentlich bräuchte ich heute mal frei. Der Tag ist dann einfach zu kurz und stressig und die Nacht war noch kürzer und ich habe halt zu viel World of Warcraft gespielt. Egal, ja. Das hier ist die neue Wutbox, die kam schon gestern an, aber ich hatte halt, naja, gestern keine Zeit mehr gehabt, um die halt auszupacken, um die euch zu zeigen, aber das wollen wir halt heute nachholen und naja. Fangen wir direkt mal am besten an. Die hier, die kam ein bisschen später als sonst, weil mit irgendeinem Artikel hier drin, oh, ich guck wieder rein, gab es halt Probleme, Lieferprobleme, welcher Artikel das jetzt ist, keine Ahnung. Schauen wir mal, ob es sich überhaupt hier lohnt. Thema diesmal, Justice, das war auch richtig ausgesprochen, ne? Da kommen wir erst nachher rein. Hier sollen Sachen drin sein von One Punch Man, von, ach, ich weiß gar nicht, von was allem, irgendwie war ich nur von One Punch Man, keine Ahnung. So, packen wir jetzt erstmal hier das Weiche aus, das müssen T-Shirts sein. Und, yep, das ist ein T-Shirt. Und hier ist drauf von, mit, Hellboy. Okay. So sieht's aus. Ich find's jetzt nicht sonderlich beeindruckend, oder? Also, ist okay. Na, also, ich weiß nicht. Da hätte man noch wesentlich coolere Motive nehmen können. Das gefällt mir nicht. Das sind entweder ein Gammel- oder ein Arbeits-T-Shirt. So, was haben wir hier? Ah, das ist der. Ja, das ist der kleine Pin, der immer dabei ist in der Wutbox. Und zwar ist das hier einer. Naja, das sieht ganz stark nach dem. Hier ist nochmal. Nach dem Rorschach aus Watchmen. So hieß er, glaube ich, ne? Rorschach. Der hat eine coole Maske an, da bewegen sich immer diese komischen Tintenfarbkleckse. Aber der gefällt mir wirklich, der Pin. Ich habe hier so eine coole Pinnwand und da wird der auch nachher auf jeden Fall drauf kommen. Coole Sache. Was haben wir jetzt hier? Hier ist noch irgendwas. Noch was Weiches. Ne, das ist nur etwas Hartes und was Weiches eingepackt. Was haben wir hier? Ach, den kenne ich schon. Das ist ein Batman-Schlüsselanhänger. Allerdings ist nicht nur ein Schlüsselanhänger, den habe ich schon mal gehabt und verkauft. Das ist, hier ist ein Flaschenöffner und da ist ein Kreuzschraubenzieher und hier ist ein Schlitzschraubenzieher. Das ist auch eine coole Sache, aber als Schlüsselanhänger, da rammst du dir die ganzen Spitzen dir einfach permanent selber ins Bein. Ja? Naja, hoffentlich war das nicht das Item, auf das die gewartet haben, weil nein. Das lohnt sich nicht. Was haben wir hier? Noch was richtig Großes und noch etwas Kleineres. Also nur zwei Sachen, wenn ich das jetzt hier richtig spüre. Dann kommen wir erstmal das hier an der Seite raus. Und noch war nichts von One Punch Man dabei. Ja, das wundert mich. Obwohl, ich habe mich eh gefragt, als sie es angekündigt haben mit One Punch Man. Da dachte ich auch schon so, was nimmt man denn da? Was gibt's denn zu One Punch Man außer eine Figur oder so vielleicht? Das hier gibt es zu One Punch Man. Was ist das? Tada! Es ist. Ah! Es gibt zu One Punch Man auch noch ein kleines Brettspiel oder sowas in der Art. Okay, hinten ist es drauf. Das will ich jetzt mal hier auspacken. Mal kurz zu gucken, was denn hier drin ist. Wenn ich es ausgepackt kriege. Oh Gott, ey, das ist doch viel zu früh für so einen Mist. Und ich habe mein Messer irgendwo hingelegt. Aber ein bisschen weiter weg. Ist egal. Das ist auf. Jetzt ist auf! Oh, diese Menschen auch nur schon wach. Ach, wir haben gerade aktuell 9 Uhr. Gut, die allermeisten, die werden jetzt schon am Arbeiten sein, denke ich, ja. Aber das ist gerade für mich sehr, sehr früh. Ich tue auch schon teilweise um 9 Uhr arbeiten, ja. Also jetzt nicht denken, oh, der ist arbeitslos. Nein, bin ich nicht. Oh Gott! Ich habe keine. Geh doch auf! Gott, da muss ein. Ah. So, ist auch zum Kotzen sowas. Was haben wir denn jetzt hier? Das ist irgendein Brettspiel? Oder sowas in der Art? Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Hier sind Karten. Da sind noch mehr Karten. Ah, hier steht drauf, auf der Rückseite. Mit einer Saitama-Figur. Aber die Figur ist nur hier so ein Pappding, was du hier so rausklippst. Das ist die Figur.
Nein, das Spiel kann ja an sich cool sein, aber ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass hier keine echte Figur dabei ist. Also bisher eine relativ schwache Box. Hoffen wir mal, dass das letzte Item jetzt hier das Ganze etwas mehr rausholt. Schauen wir mal, da müsste hier das Große sein. Und... ja, okay. Okay, das ist lustig. Das ist eine Q-Fig, eine Deadpool Q-Fig. Und die hole ich jetzt einfach mal raus, damit wir uns die besser angucken können. Beziehungsweise, ich kann sie zwar hier gut sehen, aber ich glaube, mit Spiegelung und so weiter, mit der Kamera, da klappt dann nicht so gut. Und deswegen hole ich jetzt für euch halt dann hier raus. So, da ist noch Tesa drin. So. So, das ist die Deadpool-Figur. Ja? Sieht eigentlich ganz lustig aus mit dem. Also man macht gerade ein Selfie mit so einem Plüsch-Einhorn und oh, das ist richtig cool. Das sehe ich ja jetzt erst. Auf dem Handy sieht man das Selfie schon. Mal gucken, ob ich das irgendwie zeigen kann. Da muss ich, glaube ich, richtig nahe kommen. So, kann man das sehen? Wenn ich das so mache, kann man das sehen? Ich hoffe es. Aber ich sehe hier nur so einen kleinen Bildschirm, aber da sehe ich das jetzt auch nicht so gut. Aber das ist schon cool gemacht. Vor allen Dingen halt dieses kleine Detail, dass halt auf dem Handy selber wirklich das Selfie zu sehen ist. Das ist cool. Der Boden ist eigentlich auch ziemlich toll. Der ist halt nicht so glatt wie normal, sondern halt sehr rau. Und naja, das ist halt auch dieses Deadpool-Symbol drauf. Okay, die Figur ist toll. Die Figur ist toll. So, jetzt gucken wir gerade mal rein. Ich habe scheiße, irgendwas übersehen habe. Und ich habe was übersehen, okay? Und zwar, das gehört wohl zu dem Kartenspiel, noch eine, wie hieß denn der? Genos hieß der, ja? Der hier, das ist halt da so ein bisschen so pizzamäßig, okay? Das war's. Alles fertig. Also muss ich schon sagen, so allgemein, das war jetzt bisher die schwächste Wutbox, oder? Also finde ich das zumindest so für mich. Die hier war jetzt irgendwie, das war nix. Weil die Figur ist cool, aber der ganze Rest, T-Shirt finde ich irgendwie kacke. Das hier, naja, das habe ich mal verkauft, also finde ich das halt auch kacke. Das Spiel, ja, vielleicht spielerisch ganz gut, aber ne. Das ist auch an meiner aktuellen Laune liegen, dass ich das hier, gerade so ein bisschen zerreiße. Aber schön finde ich es alles nicht. Na gut, die Mega Wutbox Justice, da gab es eine richtig coole One Punch Man Figur. Also diese Mega Wutbox, die gewinnt halt immer irgendeine. Gut, da gab es noch eine Black Panther Figur. Jetzt mal ganz ehrlich, Thema Justice, und da ist nichts von der Justice League mit dabei. Naja, also, das hätte ich da reingeholt, ja. Also, gut, jetzt haben wir hier Batman, aber ach, das ist ein blöder Schlüsselanhänger, der hat man noch. Und Batman ist jetzt nicht nur die Justice League, da sind ja noch ganz, ganz viele andere dabei. Na, was soll's. So, dann haben wir hier einmal die Deadpool-Figur war dabei. Ja. One Punch Man, das. Die, da hat einer reingekritzelt. Guckt mal. Da oben. Da hat einer reingekritzelt. Das geht sogar hier durch. Da kritzelt einer auf meiner Wutbox rum. Ich weiß nicht. Ich hab's eben jetzt ausgepackt. Okay. Na, hier schon. Die nächste Box, die lässt auf was Schönes hoffen. Und zwar sieht man hier eindeutig einen Zauberer auf seinem Besen. Und das sieht auch stark nach Harry Potter aus. Dann ist das Thema der nächsten Box irgendwas mit magisch, irgendwas mit, keine Ahnung, Zauberei halt zumindest. Das könnte interessant werden, ja? Also, nein, schlimmer als diese Box wird's nicht, ja? Hoffe ich. Oh mein Gott, ich hoffe es, ja? Ja, das war die Wutbox für den August. War nicht gut. Ich fand sie doof. Außer, gut, die Deadpool-Figur, die stellt mir, ach, nachher irgendwo ins Regal da hinten oder sowas. Ja, ansonsten, boah, das war langweilig, ne? Warum guckt ihr das überhaupt noch jetzt noch bis zum Ende? Ist noch ihr mehr da?
dann Daumen hoch, wer noch da ist, ja? Dann kriegt ihr auch dann noch einen Daumen hoch von mir in die Kommentare, wenn ihr einschreibt. Das war gut, ja? Ansonsten, Sascha, ja, bis zu einem der nächsten Videos. Das müsste dann nächste Woche die Loot Chest sein, die hoffentlich um einiges besser ist als jetzt diese Wootbox hier. Und ich gehe jetzt weiter World of Warcraft spielen. Macht's gut. Tschö, tschö.